meinen persönlich krassesten Angeltag auf Meerforellen, spannende Tipps zum Meerforellenangeln, Ausnehmen und Filetieren sowie ein noch nie dagewesenes Catch and Cook mit Lagerfeuer vom Ostseestrand erwarten dich in diesem Video. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß. Da fangen wir ein paar Mephos. Ziehen ein paar Silberpfeile aus dem Wasser, ne? Ne? Wind und Welle. Bring Mepho. Auf Schnelle. So. Ihr seht's, Leute, heute geht's wieder auf Meerforelle. Ich habe meine Mepho-Route dabei. Und mein Bruder Max hat auch mit am Start. Moin. Und ja, wir sind zu zweit unterwegs. Wetter ist eigentlich ganz gut, ihr seht's. Wir haben leicht angetrübtes Wasser. Ein bisschen Wind. Für meinen Geschmack passt zu viel Sonne, aber. Ja, müsste eigentlich klappen, oder? Was denkst du? Heute beißt was. Schauen wir mal. Wir geben unser Bestes. Scheiße, Bro. Hoppa! Ein paar ordentliche Wellen sind da. Ist ja eigentlich gut, oder nicht? Hoppa! Leute, die erste Meerforelle hängt. Ich hab gerade einmal. Oh, das gibt's nicht. Die ist besser, die ist besser. Die ist besser. Yes. Oh, die erste Mepho hängt. Ey, ohne Witz. Das ist jetzt, ich bin seit 10 Minuten am Angeln. Die ist echt gut. Schöne Mepho. Kescher hier klar machen. Kescher. Yes. Schöne Meerforelle. Alter. Alter, oh, nicht abgehen, nicht abgehen, nicht abgehen. Puh, Scheiße, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ach, die will noch nicht, jetzt will sie. Nein, 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 okay, die ist noch dran, die ist noch dran. Oh, mein Bruder ist gerade ganz da hinten, der kann leider nicht keschern. Und ich habe meine Handschuhe im Mund. Okay, okay. Okay. Junge. Was eine Sardine, ey. Was eine Sardine. Was eine Sardine. Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yes, Baby! Yes! Wow! Ist das ein Fisch? Ist das ein Fisch? Leute, schaut euch diese Meerforelle an! Juhu! Oh, ich bin so happy. Ich bin so happy. Alter, ich komme gar nicht drauf klar. Das ist meine PB-Mepho, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich bin gerade so happy. Yes! Yes, Mann. Schaut euch mal diesen Fisch an. Was ist denn das für eine Meerforelle? Unfassbar. Und hat die gekämpft. Und die hat den Haken komplett im Maulwinkel. Ein so toller Fisch. Oh, Leute, jetzt! Yes. Max, so eine Mepho gefangen gerade eben. Alter, guck dir das mal an! Du hast den Fest. Petri, Alter. Junge, Petri, dank. Ey, ich musste. Ich kann so eine halbe Stunde im Wasser stehen. Dann muss ich raus, weil meine Beine einmal minus 4 Grad haben. Oh, shit. Ich bin kurz rausgegangen, aufgeheben, jetzt geht's weiter. Ich bin so happy. Petri, nice to see. Unglaublich geiler Fisch. Ich bin sowas von happy, ihr habt es gesehen. Es ist unglaublich. Ich sehe ihn am Angeln. Ich habe diese geile Meerforelle.
57, ey. Krass, wirkt irgendwie größer, aber wahrscheinlich, weil die so schlank ist. So, Leute, ich gehe wieder rein ins Wasser. Nach diesem aufregenden Fang gerade habe ich mich jetzt wieder ein bisschen runtergekommen hier, sag ich mal. Köder ist eigentlich noch gut. Ich check auch noch das Floh. Aber sieht gut aus. Top. Also Angriff auf Mefo Nummer 2. Junge, das war so ein Act alleine, das kann ich echt vorstellen. Diesen kleinen Scheißkescher. Das war ein Biss. War ein Biss. Ja? Ja, ja, vielleicht geht's nochmal rauf. Fisch, 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 Fisch! Oh, die ist gut, die ist gut! Nein, die ist gut! Das bringt sie. Die ist, nimm den Kescher, nimm den Kescher, nimm den Kescher! Die hängt gut, die hängt gut. Das ist wieder eine schöne Mepo. Warte, ja. Eine schöne Mepo. Hey, Lachs. Okay, aber die hält, glaube ich, ganz gut. Die kommt hier links. Ja. Oh ja. Schöne, warte, warte, sie ist noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig. Yes! Junge, noch so eine schöne Meerforelle. Ja, noch so eine zweite, ich glaub's nicht. Das ist der krasseste Meerforellentag ever, ey. Oh, unfassbar. Noch so ein Brecher, schaut euch mal bitte an. Auch hier der Köder wieder im Maulwinkel. Unglaublich. Heute ist wirklich einfach mein Glückstag. Zweite Meerforelle, die nehmen wir jetzt auch mal mit. Danach wird aber alles freigelassen, weil die Beine haben einfach mit ungefähr 60 cm, denke ich, die hier auch eine absolut ideale Speisegröße. Ja, absoluter Traum. Leute, ich glaube, ich habe gerade das zweite Mal mein PB übertroffen. Ich pack's nicht. Unglaublich. Wir werden jetzt mal messen und dann schauen wir mal. Ich bin unglaublich happy. Alter, einfach der fünfte Wurf nach der ersten Meerforelle jetzt. Was ist das bitte? Unglaublich. Schaut euch mal bitte an. Dieser Fisch, den ich gerade gefangen habe, den hier, der ist quasi genauso groß. Ich glaub's nicht. Es ist genau die gleiche Größe, genau der gleiche Jahrgang, der jetzt fertig ist mit dem Laichen. Und ja, ist unfassbar, oder? Richtig geil, ey. Und ihr seht, hier hinten ist er dran. Hier vorne misst er auch, ja, 60 cm ungefähr. Sagen wir mal 59. Zwei unfassbare Fische. Geil. So, gehe ich das dritte Mal in 35 Minuten in dieses Wasser. Und zwei 60er Mefos. Liegen schon bereit. Unglaublich. Ich bin noch eine dritte Fang. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es in der Ostsee so geile Fische gibt. Die einfach aussehen wie so ein Lachs, Digga. So, soll ich hier jetzt schon tiefer? Wir haben vielleicht noch 2 Stunden zu angeln. Ui, da kommt eine Monsterwelle. Ach du Scheiße. Oh. We made it. We made it. Digga, guck mal, wie links dieser Strand ist. Du kommst wieder hier auf 30. Okay, reime auf Sand. Wer nicht mehr kann, ich fange an. Sand. Hand. Kant. Das ist eine Kant. Eine Kant. Zanderkant. Bro, es gibt Kant. Ne. Digga, du bist doch dumm, ist doch kein Wort. Ah, okay, okay, hast recht. Okay, wir machen jetzt entscheidende Runde. Wer die gewinnt, ist schlauer. Nee. Okay, ich sag's Wort. Gurt. Richtig schönes Wort. Orange. Okay, Gurt. Furt. Kurt. Nee, klar. Ist ein Name. Ja, kein ist doch Wort. Fair. Nee. Seit wann ist. Okay, was ist ein Name dann? Okay, Purt ist auch ein Name. Ja, Lurt. Digga, ich verliere nie Köder. Warum heute 3? Das ist echt krass, 3 Köder. Oh. Oh, Fisch, Fisch, Fisch! Ja, klar. Kescher! Oh, die ist gut, die ist gut, die ist gut. Oh. Jetzt mein Köder verliere und deine nächsten. Ey, wir haben sie gerade eben noch springen sehen da vorne. Mann, lass die erstmal ausdrehen, lass die erstmal ausdrehen. Da, Bruder. Nein! Nein! Weg! Nein! Darf ich werden? Ja, mach mal. Ich will einmal einen. Das war die dritte Forelle. Die war gut. Die war gut, die war gut. Die sind da. Mal guck, check erstmal, ob alles klar ist. Ich glaub's nicht. Der dritte Fisch. Oh, okay, aber ich bin ehrlich.
Es ist verkraftbar. Also wäre das jetzt der erste Fisch gewesen und der wäre jetzt abgegangen, dann wäre ich richtig piss gewesen, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch, dass, ja, guck mal, ich hatte jetzt drei krasse Forellen dran. Wenn einer aussteigt, ist echt fair. Von daher will ich jetzt nicht lange rumheulen, aber ich hätte sie trotzdem sehr gerne gesehen. Boah, krass, was hier heute abgeht, ey. Das ist der Meerforellentag ever, ich weiß ja, wie viel. Von Meerforellenangeln hier hat Schubis noch nie. Unglaublich geil. So Leute, heute läuft sehr krass. Zwei Meerforellen schon gelandet. Einmal PB verbessert. Wie groß der PB ist, erfahrt ihr im neuesten YouTube-Video. Wahrscheinlich dieses Wochenende oder nächstes, mal gucken. Ja. Oh Fisch, Meerforelle, Leitfisch. Nein, laber nicht. Ja, okay, ich mach Kescher klar. So. Oh ja. Yes! Yes, baby! Entschneidert! Wichtig! Oh, entschneidert! Boah, war der wichtig! Ey, komm, jetzt gehen wir kurz an Land. Ich glaube, die ist untermaßig. Also Leute, da ist der Fisch. Wir legen den jetzt extra mal nicht in Sand, sondern hebt den mal so an. Dass wir den so mit. Genau, dass wir den gar nicht großartig anfassen. Sondern den so messen. Zu kurz. 43. Leicht untermaßig die Mirfo. 43 cm hatte sie, glaube ich. Die kommt wieder raus. Ich darf gerne die Mama mitbringen beim nächsten Mal. Ich bin so froh, dass ich das euch mit euch teilen kann hier, Leute. Ich hoffe, das Video macht genauso viel Spaß zuzuschauen. Also an dieser Stelle gerne einen Like da lassen, einen Kommentar schreiben und ein Abo da lassen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Schauen wir, dass wir hier vielleicht noch einen letzten Fisch fangen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt im Meerforelle laufen. Ich will hier schon mal das Filet schneiden. Ja, ja, wir nehmen nur so. Oh, Fisch! Oh, die ist groß, die ist groß! Die ist groß! Oh, guck mal die Bremse! Okay, 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 das ist eine große. Oh, oh, Leute! Große Meerforelle. Also, oh ja, die ist groß. Alter, was ist denn hier heute los? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das ist die fünfte Meerforelle. Alter, da kommt sie. Warte, 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 lass sie erstmal ein bisschen kämpfen. Okay, bist du ready? Ja. Mach sauber, mach sauber. Ja! Okay, abchecken. Meerforelle. Was ist denn da heute los? Jeder wurf Meerforelle. Ich pack's nicht mehr. Ich pack es nicht mehr. Auf jeden Fall. 55 mindestens. So Leute, da ist der nächste Fisch. Makellose Meerforelle. Aber wir haben jetzt schon zwei und ja, es läuft zwar heute krass, aber wir wollen ja auch noch in ein paar Jahren auch noch Meerforelle fangen. Weil also dieser wunderschöne Silberwarren jetzt wieder in die Freiheit. Oh Mann, ey, ich bin so happy, es ist so ein geiler Angeltag. Und so viel Spaß. Hat so viel Spaß. Die zwei Kollegen kommen ja mit und die gehören jetzt natürlich noch ausgenommen und das mache ich schnell. Max versucht währenddessen noch sein Glück und wir schauen uns mal den Kollegen von innen an. Oh ja, wie ich schon gesagt habe, komplett abgeleicht, übelst mager innen drin. So, der erste Fisch ist küchenfertig, ausgenommen schön rotes Fleisch und auch geschuppt. Den werden wir uns auf jeden Fall schmecken lassen. Dann werden wir gleich mal das Feuer anmachen, ein bisschen was rausschneiden und den schön am Lagerfeuer hier am Strand zubereiten, Leute. Besser und frischer geht's nicht. Unglaublich geil. Also Leute, ihr seht, wir sind im neuen Outfit, haben uns kurz umgezogen. Unser Ferienoutfit ist gar nicht so weit weg von hier. Und wir dachten, ja, bei diesem geilen Sonnenuntergang
nutzen wir die Chance und machen die Meerforellen. Wir haben uns mal ein kleines Stück von der Meerforelle rausgeschnitten. Direkt hier am Wasser. Wir haben ein bisschen Holz. Machen jetzt mal ein kleines Feuerchen. Zwei Bierchen dabei. Und schauen wir mal, was wird. Guck mal, ob wir das Feuer ankriegen. So, wir haben erstmal eine kleine Pyramide gebaut. Bräuchte ich einmal das Feuerzeug, bitte. Feuer kommt. Ja, jetzt schauen wir mal, ob der Lachs überhaupt anfängt. Das brennt gut, ey. Das brennt gut. So brauchen wir was. Ey, Feuer macht einfach Leidenschaft. Zack, 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 Junge, komm. Ja, da muss ordentlich drunter. Jetzt nochmal Feuer ein bisschen. Feuer brennt! Geil, Mann! Oh, ja, voll, voll! Ey, geil! Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis ein gutes Glutbett da ist. Und wenn Glutbett da ist, legen wir die Filets drauf. Cheers! Cheers. Auf dem erfolgreichen, vielleicht sogar den besten Mefo-Angeltag meines Lebens bisher. So, Leute, das Feuer hat sich ein bisschen entwickelt. Ihr seht, wir haben ein richtig schönes Glutbett hier. Warten noch, bis die Flammen weg sind und dann schön aufs Glutbett kommen dann die zwei Kollegen drauf und die werden wir uns richtig schön vergenussferkeln. So, haben jetzt mal ein bisschen Sand draufgelegt, dass quasi die Flamme weg ist und jetzt die Mefo-Filets drauf. Die lassen jetzt mal 5 Minuten liegen, dann müssen die durch sein. Ganz kurz reingucken, ob die schon durch sind. Wollen ja nichts anbrennen lassen, wa? Na, brauchen noch ein bisschen. Ja, ein bisschen noch. Bisschen brauchen sie noch. Okay, gut zu wissen. Jetzt haben wir links Gewissheit. Also, die erste Mefo ist ganz gut durch, wie man sieht. Perfekt. Testen die jetzt mal kurz. Geisteskrank. Mann. Wirklich? Das ist wirklich geisteskrank. Mann. Noch ein wirklich so gut? Das ist unfassbar. Ich will auch mal probieren. Ohne Witz, das ist die leckerste Mefo, die ich jemals gegessen habe. Boah, Alter. Das ist richtig gut. Der Geschmack ist doch wirklich unglaublich wow. Lecker. Saftig, die ist. Saftig, ey. Das ist unglaublich. Ah, die müsste eigentlich auch gut sein, ne? Also die ist jetzt auch gerade ready geworden. Auch unfassbar saftig aus. Bisschen heiß noch. Aber. Besser geht's nicht, Leute. Ihr habt gesehen, wir hatten einen Hammertag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Wir genießen jetzt noch die Fische. Macht's gut. Ciao, ciao.